Das Museum für Neue Kunst stellt im Augustinermuseum Werke des Malers Peter Dreher aus. Er ist vor allem für seine Reihe Tag um Tag, guter Tag bekannt, in welcher er dasselbe Glas immer wieder neu malt. Wir sprachen mit Christine Litz, Leiterin des Museums für Neue Kunst, über die Ausstellung. Hier im Museum für Neue Kunst hat er schon mal ausgestellt und man hat einfach alle Ausstellungsräume voller Gläser gemacht, was wahnsinnig beeindruckend war. Und jetzt haben wir natürlich wieder die Gläser, weil das etwas ist, was natürlich immer weitergeht. Und das ist nicht was, das ist wie Leben. Dafür interessiert man sich nicht plötzlich an irgendeinem Punkt nicht mehr, sondern das bleibt weiter interessant. Aber wir haben natürlich sehr, sehr viel mehr noch zu zeigen, eben unter anderem die Blumenbilder, wir haben Vitrinen, wir haben aber auch einen tollen Film, wie das Glas entsteht. Also da gibt es viel zu gucken. Das serielle Malen ist zu einem Markenzeichen Peter Dreers geworden. Neben den Gläsern malte unter anderem auch Kelche und Blumensträuße. Was ist nun das Besondere an dieser Art des Malens? Also das Tolle ist, dass man jedes Mal sich wieder das Glas neu erobert. Das macht er immer. Also es ist nicht was, wo, es macht er ja 38 Jahre schon, und es ist nichts, wo er schneller wird oder nichts, was er jetzt plötzlich sozusagen aus dem Ärmel schütten kann, sondern er nimmt sich jedes Mal die Zeit und malt das Glas, als ob er es zum ersten Mal sieht. Und ich meine, das ist eine tolle Einstellung zum Leben, ja, also sozusagen dieses sich immer wieder begegnen, sich immer wieder mit einer Sache auseinandersetzen, ihr nicht überdrüssig werden. Manchmal vielleicht hat man eben dieses Gefühl oder jenes Gefühl und das transportiert sich da mit den Bildern mit. Das ist toll. Immer wieder das gleiche Objekt. Das muss doch für den Maler irgendwann langweilig werden. Wie geht Peter Dreher selbst damit um? Also ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich das zum ersten Mal mache. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich sehr vergesslich bin. Ich freue mich immer wieder, das machen zu können. Es ist nur sehr selten, dass ich mal ein bisschen unlustig bin und mich so ein ganz klein wenig zwingen muss, es zu machen. Aber im Allgemeinen freue ich mich, und sobald ich dann angefangen habe, ist es immer wieder eine Freude. Peter Dreers Repertoire ist sehr vielfältig. Es reicht von Selbstporträts bis zu Ansichten eines New Yorker Fensters. Doch sein Name ist und bleibt eng verbunden mit seinem Hauptwerk, dem Glas. Warum hat er sich für das Glas als Motiv entschieden? Ja, ich habe immer gerne Gläser gesehen, gehabt, gekauft. Und da standen eben einige bei mir auf dem Tisch im Atelier. Und ich habe dann eines gegriffen. Ich habe gar nicht groß gewählt, aber es war das Richtige. So kann es ja manchmal sein im Leben. Ich habe mir da nie weiter Gedanken drüber gemacht, ob das richtig oder falsch ist. Also es war eben einfach immer selbstverständlich, seit ich es begonnen habe bis heute. Das erste Bild vom Glas entstand 1974. Eine lange Reihe von über 5000 Gläsern folgte. War Ihnen zu Beginn klar, dass die Reihe so lang werden würde? Nein, ich hatte so die Idee, so 5 bis 6 zu machen, um zu zeigen, dass man nicht das Motiv wechseln muss, um zur Malerei angeregt zu werden. Das schon, das war also zu Beginn war das so die Idee, und dann hat es halt nicht mehr aufgehört. Jedes Glas für sich ist ein Unikat und unterscheidet sich von seinen Vorgängern. Hand aufs Herz, Herr Dreher, haben Sie ein Lieblingsglas? Ja. Es gibt eine Nummer, ich meine, es sind inzwischen 5200 ungefähr. Und es gibt eine Nummer, und das ist die Nummer 7. Und die ist merkwürdigerweise, ist das ganze Bild generaliter grünlich, im Gegensatz zu anderen, zu allen anderen. Also das ist das einzige Bild, was rausfällt, und ist mir erst hinterher aufgefallen. Und das ist eigentlich mehr eine Anekdote, als dass es was aussagt.